Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Wir verfolgen jetzt mal Elsa, die zur Eishöhle gerannt ist, um sich die mal anzuschauen. Und wir rennen jetzt einfach mal hinterher. So. Okay, da ist Eve. Ich werde von mir auch einfach komplett ignoriert irgendwie. Extra so immer in unserem Tal und einfach komplett ignoriert. Egal, was ich mache, dieses Eis rührt sich einfach nicht. Hier, lass es mich dir zeigen. Siehst du? Nichts. Ich denke, es könnte Dreamlight-Magie sein. Weißt du, wie man sie beseitigt? Nun, ich habe eine magische Spitzhacke zur Hand. Sie wird das beste Werkzeug dafür sein. Ich denke, es funktioniert nicht. Es hat nicht geklappt. Glaubst du, es würde einen Unterschied machen, wenn deine Spitzhacke stärker wäre? Gute Idee, ich schätze, ich muss etwas zaubern. Ich bin so aufgeregt. Es freut mich, dass du mir gerne hilfst. Dieses Eis ist sehr dick. Um es zu schmelzen, bräuchte ich etwas Heißes wie die Sonne. Ich habe viel Zeit in Berlin verbracht. Ich verstehe langsam, wie die Dinge hier funktionieren. Man muss die Träumerei der Dreamlight Valley Magie aufnehmen. Also lass mich nachdenken. Die Sonne ist gelb, also lass uns bald Sonnenblumen und Zitronen anfangen. Dann könnten wir Wärme Sonne von stillen Fläschchen mit Meerwasser erhalten. Und Zuckerrohr ist lieber. Vielleicht noch etwas Knoblauch für ein wenig zusätzliche Würze. Ich hoffe, es funktioniert. Obwohl ich das mit dem Zuckerrohr und dem Knoblauch nicht ganz verstehe, machen wir zumindest nichts zum Essen. Ich bin froh, wenn du alles gefunden hast. Dann können wir gemeinsam Trank auf deine Spitzhacke anwenden. Jetzt müsstest du halt mit mir mitkommen. Hähnchenspieße. Ich habe nichts. Ich habe ein paar Bananenchen. Okay, ich glaube, irgendwie steigt das so nicht hoch. Wir suchen uns einfach einen anderen Bewohner, der gleich vorbeirennt. Nimm den mit. Mirabelle ist ja leider voll. Kann man leider nicht mitnehmen. Oh, Gießen. Ist hier nicht irgendwo ein Bewohner in der Nähe? Dagobert, aber Dagobert hilft mir wenig. Ich gehe mal kurz am Hauptplatz und nimm Wally mit. Hier. Five, lass uns abhängen. So, Sonnenblumen habe ich natürlich auch nicht genügend. Dann gehen wir jetzt mal dahin und gießen das erstes Mal. Und dann werden wir die Sachen suchen. So, aber Wallys glaube ich auch nicht oft essen. Glaube ich zumindest. Ich bin mir darüber nicht so sicher. So. Einmal so. Ich find's süß, wie er mir immer so hinterher tuckert. So. Hier schon ganz viel Sonnenblumen. Vorne gibt es das Meerwasser. Und Sonnenblumen. Ja, die Bananen. Bananas. So, und noch eine. Okay, die brauchen auch kurz Wasser. Gießen wir kurz und dann stellen wir das her. Ich mache mir das gleich auf Goofys Werkbank, dann muss ich nicht nach Hause. So. Ja, der kriegt da wohl ein bisschen Freundschaft. Soll er sich freuen. Achterhalb ist er jetzt erst. Da geht nur was. Und da hinten sind die 50 Points für heute. Mein Bildschirm will sich ausschalten. Schlechte Idee. Du kommst auch nicht auf die Idee. Aber wir streamen 3,5 Stunden, okay. So. Bringe das Elsa? Wo ist denn Elsa? Okay, da oben ist gerade Merlin. Da brauchen wir die Mission mit Mini. Das heißt, da reden wir mal ganz kurz mit Merlin.
Ah, Leila, ich glaube, ich weiß genau, warum du heute zu mir gekommen bist, um zu reden. Es geht um Minnie, oder? Sie ist ganz schön durcheinander, weil sie befürchtet, dass sie wieder verschwinden könnte. Nicht wahr? Allerdings, es geht um Minnie. Sie hat mich gebeten, mit dir zu reden. Wir brauchen uns aber hierfür. Nun ja, ich nehme an, dass du das bei einer Angelegenheit wie diesen tust. Gibt es deinem Zauberbüchern etwas, das helfen könnte? Ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, ich weiß genau, wie wir dieses Dilemma lösen können. Wir werden die mächtigste Art von Magie einsetzen, die es gibt. Zuerst müssen wir mit einigen Dorfbewohnern sprechen und sie fragen, was ihnen an Minnie am besten gefällt. Vielleicht mit Elsa, Anna, Vajana. Okay. Hör gut zu. Zu diesem Teil ist entscheidend. Sobald du mit ihnen gesprochen hast, musst du mir ein paar Traumscherben bringen. Mit allen können wir Minnies Dilemma lösen. Zumindest hoffe ich, dass wir das können. Okay. Ich nehme mal hier so ein bisschen Pflanzen mit. Ich habe echt Angst, dass irgendwann jetzt dann so eine Aufgabe mit Pflanzen kommt und ich stehe dann da und denke mir so, ja, ich habe null. Ich habe eine. So. So. Nehmen wir einmal das mit. Sammeln das ein. Okay, Elsa ist da unten. Zudem müssen wir zweimal gleich. Hallo. Erstmal Minnie, kann ich dir irgendwas helfen, Leila? Sag mir, was du an Minnie am meisten liebst. Fällt dir was ein? Mir fallen viele Dinge an, die ich an Minnie liebe, aber es gibt etwas, wo das mir zuerst in den Sinn kommt. Wenn du mit Minnie sprichst, weißt du einfach, dass sie wirklich zuhört. Sie gibt wunderbare Ratschläge, aber vor allem zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie eine gute Zuhörerin ist. Was ist alles, was du wissen möchtest? Das war's. Danke, Elsa. Du hast mir eine große Das hat Hilfe. Spaß gemacht. So, einmal den Wärmetrank. Hallo. Kann ich mal sehen? Meine Güte, ich kann die Hitze durch die Flasche spüren. Jetzt musst du es nur noch auf deine Spitzhacke anwenden. Lass mich nur versuchen, mich nicht zu verbrennen. Aha. Na bitte. Von der Spitzhacke strahlt Wärme ab. Ich glaube, es hat funktioniert. Lass uns versuchen, etwas von dem Eis zu entfernen, das am Eingang blockiert. Dann können wir Eishöhle erkunden. Okay. Vajana steht nur noch davon und Anna steht da zufällig auch noch rum. Hey, Vajana, ich hätte eine kurze Frage. Was magst du an Minnie am liebsten? An Minnie, naja, sie ist, oh, oder wie mit, ach, vergessen kann. Ich hab's, das Besondere an Minnie ist, dass sie stark innerlich ist. Es ist egal, welcher Sturm auf sie zukommt. Minnie setzt einfach die Segel und fährt los. Sie gibt niemals auf. Außerdem kennt sie jeden im Dorf, daher kennt sie viele großartige Geschichten. Wenn ich sie mir recht überlege, erinnert sie mich an meine Kramatala. Okay. Oh, du hast diesen Gesichtsausdruck, Leila. Ich muss etwas Seltsames und möglicherweise Magisches fragen. Also stell zu viele Nachfragen, Blick. Bingo. Ah, ich wusste es. Dann lass mal hören. Wie kann ich helfen? Es ist ganz einfach. Sag mir einfach, was du am liebsten an Minnie am meisten magst. Was ich am Minnie am meisten mag? Oh, schwierige Frage. Es gibt zu vieles. Sie ist sehr liebenswert. Wenn ich es eingrenzen müsste, würde ich sagen, dass ich am Minnie am meisten mag, dass sie immer zum Lächeln bringt. Sie ist so freundlich, aber auch so lustig. Ihr fallen immer die kleinen Dinge hier auf. Sie bringt mich fast so oft zum Lachen wie Olaf. Was war das hilfreich? Das war perfekt, Anna. Vielen Dank für deine Hilfe. Weiß jetzt schon, dass wir sehr gute Freunde werden. Ich So, hoffe, du hast jetzt ein gehen wir Lächeln. erstmal in die Eishöhle. Ich wollte übrigens sagen, dass diese Schneeballgeschenke von Elsa nicht so cool waren wie das Geschenk von Anna. Also ganz ehrlich, so 10 Eisenbahnen sind mir lieber als 10 Schneebälle. Räumen wir mal ein bisschen auf. Weil Schneebälle kriege ich jetzt auch. So. Das freut mich, Vajana. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. So. Machen wir hier die Kleinen noch weg.
Vor allem, es gibt eigentlich noch voll viele Gebiete, weil es gibt noch einfach die Lichtung des Vertrauens, riesiges Gebiet. Dann gibt es da oben noch dieses Eisding, zwar nicht ganz so groß, aber trotzdem auch vorhanden. Und dann gibt es noch die sonnigen Ebenen und noch oben dieses Land des Vergessens. Also eigentlich noch voll viele Ebenen, wo wir hin müssen. Voll krass. Ich dachte eigentlich, wir sind voll gut dabei, aber irgendwie nicht. Irgendwie glaube ich, dieses Spiel könnte sich noch sehr lange brauchen. Entfernen die Eisblöcke. Okay. Ja, jetzt erstmal hier die Dornen. So ein bisschen Geld ein. Gott, ich muss gleich was essen. Essen wir mal einen Apfel oder drei Äpfel am besten. Hey, da ist Anna. Folge Elsa, um die Eishöhle zu erkunden. Wo ist denn die? Wie kann ich dir jetzt folgen? Geh nochmal rein und raus. Irgendwie glaube ich, das macht gerade ein bisschen. Betritt die Eishöhle, okay. Dann gehen wir mal rein. Wie soll ich ihr denn folgen? Elsa hat ein Geräusch gehört, bla bla bla. Folge Elsa, um die Höhle zu erkunden. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich freue mich mal ein bisschen mit dir an. Ich krieg mal ein paar Schneebälle. Habe ich noch irgendwas Krasseres für sie? Eine Zitrone? Magst du vielleicht Zitronen? Ich habe leider das andere Zeug nicht, was sie sich wünscht. Deswegen muss ich das leider so hinkriegen. Mit wunderschönen Geschenken, über die sie sich sehr freuen kann. Eine leckere Banane. Ich glaube, eins noch, dann haben wir es. Auch mal eine leckere Banane, komm. So, Level 2. Gartenarbeit. Lass es abhängen. Dann mal Freundschaft mitnehmen. Dann gehen wir mal rein. So. Jetzt kann ich hier folgen. Die ist sonst nicht in diese Höhle reingegangen. Dieser Ort, diese Eiskulptur im Eingang, das ist Anna und ich. Alles hier kommt mir so bekannt vor. Das Geräusch kommt von der anderen Seite dieser Schlucht. Ich höre es auch. Wir müssen einen Weg hinüberfinden. Früher gab es einen Weg. Eine Eisbrücke. Ich kann ihr Fundament unter unseren Füßen spüren. Das Wasser erinnert mich daran. Lass mich meine Magie benutzen. Dann benutz mal. So, du. Der ist zu groß noch. In dieser Eishöhle gibt es Geheimnisse zu entdecken. Ich kann es spüren, wenn ich nur jemanden kennen würde, der Eis und Schnee formen kann. Ja, kennen wir zum Glück. Ich hebe das Wappen auf, habe ich gemacht. Ich mit Elsa. Kann ich machen. Das Geräusch kommt von diesem blauen Wappen, das du gefunden hast. Es ist so vertraut. Ich kann mich fast erinnern. Die Wand, das passt in die Öffnung an der Wand da drüben. Das Geräusch ist jetzt noch ein Flüstern. Hier gibt es noch so viele Geheimnisse. Das komische Geräusch, das Puzzle an der Wand. Dieses Sockel, diese seltsame Eistruhe.
Irgendwas sagt mir, dass wir hier mehr von diesen Wappen finden müssen, wenn wir das auch auf den Grund gehen wollen. Danke für deine Hilfe, Leila. Ich weiß, dass wir die Antwort zusammen finden werden. Cool. Dann schauen wir mal, was sie als nächstes braucht und was Anna als nächstes braucht. Also Anna braucht als nächstes Muttergürtel und die sonnige Ebene. Dauert noch. Und Elsa braucht Level 3 und Lichtung des Vertrauens. Cool. Und Christopher kommt vermutlich noch nicht weiter. Ja. Okay. Dann schauen wir mal kurz, ob noch was zu ernten ist. Ansonsten hören wir heute auf mit dem Stream, weil dann können wir heute nichts weitermachen, außer die Lichtung des Vertrauens zu öffnen. Aber ja, das machen wir heute bestimmt nicht mehr. Schau mal, ist irgendwas zu ernten? Nein. Nein. Okay, dann machen wir diesen Stein Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Disney Dreamlight Valley. Bis dahin. Bye.